Wir zeigen euch jetzt einmal kurz alle Tische, weil wir so viele coole Geländebauer haben und die Mühe soll sich gelohnt haben. Allen voran natürlich Marcel, vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Und wir fangen an mit Tisch Nummer 1, das ist Isengard oder auch der Ruhrpott-Tisch. Bisschen offener, aber wir fangen an mit dem Schattenbachtal. Das ist hier relativ standard, ein paar Bäume, ein paar Felsen. Die gehen relativ schnell durch, weil es so viele Platten sind, sonst dauert das ja alles viel zu lange. Genau, und ja, wahrscheinlich laden wir es eher als extra Video hoch. Oder? New Goblinstadt. Genau, das ist Goblinstadt, New. Dann haben wir hier die alte Oststraße. Wer da schon mal war, weiß, das sieht genau so aus. Und wir haben hier ganz viele Matten von Krakenmet, so wie diese genau. Hier. Das sind die Grünwasserquellen. Und jetzt kommen wir langsam zu den schönen. Hier hat jemand eine Hobbit-Höhle falsch rum aufgebaut. Das macht aber nichts. Das war Hobbing so cool. Sind wir hier. In Hobbing. Ist nicht so auch falsch rum. Wir hatten das hier. Also, das müssen wir nochmal üben mit dem Team. Naja, nächstes Mal. Da haben wir Steve, wie heißt die Ettenöden. Unschwer zu erkennen. Ach Mist, hier vorne, das ist die Nekromantengruft. Ja! Vielleicht finden wir das morgen nochmal ganz kurz und blenden das jetzt an dieser Stelle ein, denn die Platte kommt morgen früh erst. Hier haben wir die Wetterspitze. Klassisch. Genau. Dann haben wir hier Bauer Maggots Farm. Hat man vielleicht auch schon mal gesehen, aber ist immer wieder schön. Ich mag Bauer Maggot. Der ist schön. Das hier ist Amuzul, nicht genau. Zu verwechseln mit der Wetterspitze. Nicht zu verwechseln, wirklich nicht. Dann haben wir hier den Fangorn mit dem Enting in der Mitte. Hinter dir haben wir dann Moria, das ist ein bisschen wie im Film, nur andersrum. Die Platte kennt ihr vielleicht schon von der letzten DM und ich glaube auch von der vorletzten DM vielleicht. Genau. Hier haben wir den Karadras, Schnee, ein paar Felsen, ein paar Ruinen. Harad mit Palmen, Häusern. Muss ich jedes Mal, man sieht doch, was da drauf ist. Man sieht, was da drauf ist. Schlechte Wortwitze machen. Das ist der Amon Hen. Das da, wo Frodo hinfällt und dann ist Boromir plötzlich böse. Und irgendwann dann ganz schnell tot. Und Lurz. Lurz ist sehr gut geworden in den neuen Regeln. Ja, genau. Bre, sind wir hier in Bre. Guck mal, hier hat auch schon wieder jemand. Irgendwer. Das war hier. Ich. Warum? Weil. Ach, das ist der von Amos. Genau, das ist diese verschollene Statue. Ich steck die ein, dann. Nein, ich hier. Wollte die eigentlich verstecken und ihm morgen sagen, hey, such mal deine Statue. Gute Idee. So, gehen wir hier vorne weiter. Seestadt. Wir haben das versucht, dieses Jahr ein bisschen so aufzubauen, dass man ein bisschen mehr so gehen kann, weniger springen und hüpfen muss. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Und das sind die GW-Seestadthäuser. Die sehen super aus, oder? Ja, die sind echt richtig cool geworden. Ich hätte gerne doppelt Marcel. So viele auf der Platte. Ja, aber teuer. Marcel, bemal mal noch. Ja, die sind halt sehr teuer, das stimmt. So, was haben wir hier? Mordor. Mordor? Beziehungsweise ein Morannon-Vorposten. Ja, stimmt, genau. Das ist der Morannon-Vorposten. Mordor ist weiter hinten. Hier kommt der Düsterwald, viele Spinnen, Bäume. Wie ist es halt in einem Wald? Du, sag mal, ist der Eingang nicht verkehrt rum? Nein. Eingang? Ist der Brunnen im Wald oder ist der Brunnen vorm Wald? Ist der überhaupt ein Brunnen? Ich habe es vorhin schon überlegt. Ja, also im Film nicht, oder? Buch? Da bin ich, es ist halt auch schon spät und ich habe schon 20 Milliliter Hustensaft getrunken. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir Tal. Tal hat einen sehr schönen Markt, dafür ist ja bekannt. Genau. Und halt diese hübschen Häuser. Ich hoffe, Smaug spielt nicht mit, denn sonst müssen wir die Talplatte wahrscheinlich. Also ich habe alle Listen kontrolliert, ich kann mich an keinen Smaug erinnern. Geht auch von den Punkten her, du Otto. Ja, ich weiß. Das ist ein Vorort von Bre. Ja. Ich habe neulich gerade ein Tutorial gesehen von Michael Martin vom TWS, wo er diese Felder hier gebaut hat. Das finde ich eine total geniale und simple Idee. Das sind nämlich Wollfäden. Mhm. Und da machst du Leim und Erde drüber und malst das an. Ich meine, wie genial ist das denn? Ja, das sieht ziemlich cool aus. Ja. Der wollte dieses Wochenende übrigens auch vorbeikommen. Richtig, der kommt vorbei, guckt sich das hier an. Hügelgräber. Ja, da bleibt wenig zu sagen, ne? Ich wollte vermeiden, schon wieder Bäume und Felsen, aber es klingt so, als hätten wir das so oft. Hier haben wir die Gräber von Edoras. Ja. Das ist das von Theodred.
Oh, okay. Die kleinen weißen Blumen. Wem gehört das hier? Weil das ist Herbst. Da liegt die Frau von Theoden und die heißt. Das war eine Frage auf dem Adacon-Quiz. Ich wusste es nicht. Okay. Hier haben wir dann praktisch Edoras, die Mauern von Edoras. Genau. Sehr schön geworden. Cool, ja. Und überlegt euch mal, es sind einzelne Zahnstocher. Soll ich nochmal zurückgehen und die einzelnen. Einzelne Zahnstocher. Da hat Marcel, glaube ich, 8 Tage dran geklebt. Und dann muss er uns noch alles bemalen. Und die Steine hier vorne auch, ne? Ja, ja. Ziemlich hat er cool. Einen Trick. Marcel kann. Marcel kann nämlich Tricks. Ein Trickser. Ja. Hier haben wir die grauen Antworten. Genau, da habe ich auf der DM 2016 mein letztes Spiel drauf gehabt. Ja. Ein Cousin von Marcel Fassbender. Das weiß ich noch, als wir erst gestern mit. Ich habe gewonnen. Marcel Fassbender hat einen Cousin. Wusste ich vorher auch nicht. Der Herr, ja, der hier gespielt. Hier würden wir nochmal was reinschneiden. Ja, genau. Also wir können die Halle ja einfach schon mal so. Ja, ja. Aber okay, Janosch zeigt uns nochmal eben, was drin ist. Weil er da sehr stolz drauf ist. Hier auf diesem Tisch sind sogar Abdrücke von den Bierkrügen. Ich glaube, die kann man erkennen. Sehr schönes Teil und hier kommen morgen noch weitere Häuser hinzu. Das blenden wir an dieser Stelle dann nochmal ein. Hoffentlich vergessen wir nicht, das zu filmen. So. Ich kann. Bis morgen. Ja, 1 Meter, also fast so groß wie Pascal Heinsohn eigentlich. Der Turm. Ja, riesengroßes Teil. Der bekommt nochmal eine etwas feinere Bemalung, aber das ist schon unglaublich imposant. Guck, also, eieiei. Ne, wenn Tim hingekniet ist. Oder oder so groß wie Janosch auf dem Fußboden. Ja, sehr imposantes Teil. Auf jeden Fall noch ein Saruman, der sich da oben raufstellt. Ja, ich meinen leider nicht dabei. Das wäre lustig. So, was haben wir hier? Spielst du Saruman? Das ist Osgiliad, die Westseite Osgiliads. Genau, Osgiliad West sozusagen. Genau. Und hier haben wir nicht Osgiliad Ost. Nein, das ist Minas Tirith. Das erkennt man doch am Baum, Mensch. Genau. Ja. Danke. Hier weiter links außerhalb des Bildes ist quasi das, wo Denethor sehr, sehr lange brennend gelaufen ist und runtergefallen. Sehr, sehr lange gelaufen. So, hier haben wir die Stadt im Osten. Man nennt sie auch Chemnitz. So, hier haben wir auch eine neue Platte. Eine ziemlich geile Platte. Ziemlich geile Platte, Kankras Lauer. Shoutouts an Maxi an dieser Stelle. Ja, genau, der hat da die letzten Wochen noch hart dran gearbeitet. Und in Kombination mit dieser Matte ist das auch wirklich richtig geil geworden, finde ich. Ich habe die ganze Zeit schon Angst, ich mag eh keine Spinnen, dass diese Dinger aufplatzen und da kommt dann so ein Vieh raus. Eine Spinne. Ja, so. Könnten auch Aliens sein, ne? Wenn man so Alien kennt. Hier, guck mal, dieses eine Ei, das ist auch schon so aufgeplatzt. Wir könnten quasi auch 40K-Turniere machen. Nee. Kennst du nicht Alien, der Film? Ach so, ja. Ne? So ein bisschen, so sehen die Eier aus. Du siehst ein bisschen aus wie der Predator, oder? Die haben auch so ja, Red. Stimmt, genau. Ja. So, hier haben wir die Trolllichtung. Mit den 3 Trollen in der Mitte. Und Gandalf Felsen, sehr wichtig. Ja. Ist halt bemoost. Hier drüben haben wir noch einen richtig geilen Tisch. Ja, der kommt, ist der Hammer. Der kommt auch morgen früh. Da liegt mein Eisenberge-Streitwagen auf. Und hier sind wir jetzt in Mordor. Genau, das Mordor sieht man. Mhm. Ja. Dann haben wir hier einen sehr schönen Tempel in Runen. Der gehört Tomek von der Nordfront. Nach der Anleitung aus Schatten im Osten, wer das noch kennt, dieses alte Erweiterungsbuch. Demnach hat er den Tempel gebaut. Nee, ich glaube, Marcel hat ihn tatsächlich gebaut, wie alles hier eigentlich. Ja. Außer der Platte von Maxi. Hier haben wir Osgiliad Ost. Also Ostgiliad. 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 Das, ja. Mit Ruinen. Wie es in Osgiliad halt so üblich ist, ne? Aber hier haben wir noch eine Harad-Platte. Ja. Da finde ich die Matte auch wieder super spannend. Die stimmt, die ist auch von Kraken. Die ist auch von Kraken, genau. Von Kraken Wargames. Sieht mega aus. Mit einem richtig geilen Brunnen in der Mitte. Das stimmt. Das hat, glaube ich, Manu alles gebaut. So, hier drüben haben wir einen Bruchteil von dem gebaut, von dem ich den Namen immer vergesse. Das tut mir an dieser Stelle schon mal leid. Aber habt ihr auch schon mal gesehen, da gab es, glaube ich, sogar ein eigenes Video von, wo Olli das aufgebaut hat. Ja.
Ist auch gerade in abgespeckter Version hier aufgebaut, damit genau, die Platte nicht zu voll ist. Ja, da sind wir halt noch nicht Profi genug, dass wir alle Gebäude darauf kriegen und man sie trotzdem noch bespielen kann. Wo willst du lang? Da lang. Nee, wir gehen hier, wir machen hier natürlich weiter. Hier haben wir den Karok, wie ich vorhin gelernt habe, lebt da Beorn. Und die ausgestochenen Beorninger. Dann haben wir hier die Zwergenbrauer. Genau, diese auch, die sind neu. Auch von einem Sponsor von uns, das ist von Tomarillion. Die habe ich bemalt. Und das ist ein total geiles Set. Feiert heute auch seine erste, oder morgen dieses Wochenende, deine erste Bespielung, oder? Ja, genau. Ich habe auch schon gesagt, das sage ich morgen auch nochmal. Wer am Ende seinen Armeeanführer hier in der Brauerei hat, am Ende des Spiels, dem gebe ich ein Bier aus. Mhm. Der kann dann gerne zu mir kommen mit Beweis bitte von seinem Spielpartner. Hier haben wir Goblinstadt Alt quasi. auch alles Gelände, was ich gebaut habe tatsächlich. Hier oben, das darf ich eigentlich nicht sagen, fehlt noch der Goblin-Schreiber. Ich glaube, ich bringe einfach mal meinen mit und hänge den da rein. Mhm. Dann guckt er nämlich so übers Spielfeld. Cool. Ja. Was haben wir hier drüben? Hier meine besetzte Zwergenfestung aus wahrscheinlich irgendeinem Königreich im Norden, was lange untergegangen ist, mit Schmiede und ein paar Ruinen. Sehr schöne Geschichte. Ja, hier haben wir irgendwie die steht ganz in der Ecke, weil da halt nur 5 Zelte drauf sind. Gar nicht, sind gar nicht nur 5. Weitarad haben wir hier. Ja, 7. Es sind aber sehr schöne Zelte. Das sind und, wirklich sehr schöne. Und die Matte finde ich auch wieder sehr interessant. Ist die auch, ne? Ja, die ist auch von Krakenborg. Die ist auch von Krakenborg Games. Das ist die Plain Desert Matte, heißt die. Ja, genau. Die sind wirklich tolle Qualität. Hier haben wir ein Dorf in der Westfold, in Rohan, die sich hauptsächlich scheinbar vom Ackerbau zu ernähren scheinen. ein verwunschenes Dorf in Angmar. Mit diesen geilen, ich glaube, die tut man eigentlich ins Aquarium, diese Bäume. Ja, genau, die hat angeeignet, hat er sich. An die genau. Schulter hat sich die angeeignet. So, hier sind wir an der Umbar-Matte. Umbar, die Außenposten, würde ich sagen, mit so Türmen. Da kommen noch ein paar Hügel zu, das ist tatsächlich. Hier haben wir die Dol Guldur-Platte mit dem Gelände, auch aus dem Erweiterungsbuch, das da hieß der Sturz des Nekromanten. Das ist die Spinnenkönigin Haus, keine Ahnung wie das hieß. Mausoleum der Spinnenkönigin und den Turm des Nekromanten oder so. So, und hier zu guter Letzt den Rabenberg. Genau. Hast du den Nordfrontwolf gefilmt? Den filme ich jetzt zum Abschluss, okay? Okay, das. Gut. Dann ja, sind wir schon am Ende der Matten, der Platten, das ging schnell. Und ja, vielleicht habt ihr sie ja alle auf der DM gesehen, aber hier nochmal als kleinen Überblick. Danke sehr. Und genau, wenn ihr nicht auf der DM wart, habt ihr nur die Chance, sie in diesem Video zu sehen. Das stimmt. Das hätte man am Anfang sagen sollen. Ja. Naja.